Welcome back, krassen Dudes, und willkommen hier zurück in Project Cars 2 in der Karriere. Es geht weiter im finalen Rennen der European Championship. Wir sind in der Tabelle nur Vierter, aber auch nur mit 13 Punkten Rückstand. Das heißt, wir können es noch schaffen, Leute. Und oh, was ist das denn hier? Hoch damit. Na komm, na komm, na komm, komm. 27 Runden, oder? Doch, waren es 27? Es waren 27. Okay, let's go. So, dann starten wir mal direkt in den Ladebalken, denn wir wollen endlich fahren. Aber bevor wir fahren können, gibt es erstmal unnützes Wissen. Fakt Nummer 1. Wer regelmäßig mit Kollegen trinken geht, verdient im Schnitt 17% mehr. Nicht nur Bettina Wolf, auch die Frau des britischen Premierministers David Cameron, Samantha, ist tätowiert. Oh, hier nochmal hier ein Anschlussfakt. In Japan wäre beiden der Zutritt zu vielen öffentlichen Schwimmbädern allenfalls mit bandagierten Tattoos erlaubt. Das ist doof, ne? Du machst dir schon ein Tattoo, schon richtig nice, und dann, wenn du es zeigen kannst in der Öffentlichkeit, musst du es bandagieren. In Japan, ne? Also, woanders auf der Welt würde es sicher gehen, aber halt Japan. Naja gut, wir fahren 27 Runden. Das heißt, wir packen mal durch Barcelona, durch diesen Barcelona-Gate, mal ein bisschen mehr ein. 27 Runden, oh, ist er schon. Okay, 37 Runden, nehmen wir. Einfach mal 10 Runden extra. Na, safety first. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Okay, let's go, auf einen richtig guten Start. Ah, das war ein guter, glaube ich. Das war ein sehr guter. Oh Gott, oh Gott. Jetzt müssen wir abhauen. Ja, ja, ich habe die Innenlinie. Alles cool. Driften. Ungewollt. Aber hey, wir sind vorne. Kleinen Vorsprung. Aber wie gesagt, die KI, ne, muss ich erstmal hier akklimatisieren, wie im echten Leben. Man braucht immer so ein, zwei Runden, bis man im Flow ist. Und wenn ich im Flow ist, dann macht es uns hier richtig Dampf mit den Sierras. So, kalte Reifen. Die Schikane könnte knifflig werden. Deshalb ein bisschen langsamer und vorsichtiger durchprellen. Kleiner Power Slide hier für die Fans. Da oben. Solid opening lap there. Nice work. Ja, vielen Dank. Der liebe Spotter, ey. Oh, wir haben aber richtig guten Vorsprung. Ich glaube, das dürfte die beste Runde meines Lebens gewesen sein. Und das war noch eigentlich langsam gefahren. Aber die Strecke gefällt mir echt gut. Also auch diese, die B-Variante, wie sie hier im Spiel heißt. Ich frage mich, ob diese Streckenvarianten auch so im echten Leben heißen. So B-Variante, Full-Course-Variante, Junior-Variante, Clubman-Variante. Was es so alles gibt halt, ne? Die letzte Kurve finde ich so geil zu fahren. Schön raustragen lassen auf dem Curb dann bleiben. Und diesen AstroTurf da mitnehmen. Schon eine coole Strecke. Recht schade, dass ich sie erst, ja, jetzt in dieser DTM-Serie zum ersten Mal fahre. Oder zum ersten Mal bewusst fahre. Ich glaube, wir sind die schon mal mit dem Audi R8 GT3 gefahren. Aber da hatte ich die Strecke nicht so bewusst im Kopf. Ich glaube, damals war es auch noch mit dem Controller, also eine ganz andere Sache. Da kamen wir nicht gut rum. Ah, die Sierras, die haben gerade...
nicht so Glück gegen uns. Oh, da kommen wir zu weit raus. Ja. Oh Leute, wisst ihr, was mir übrigens aufgefallen ist bei dieser ungewollt langen Project Cars Pause? Weil gefühlt war sie ja irgendwie 3 Wochen lang, diese kleine Pause im Prinzip. Ich glaube, das waren jetzt wie viel? 6 Tage oder so? Ja, nee, mehr. Weil ich ja zuerst dachte, so, ja, komm, ich habe die Strecke. Morgen nehme ich auf. Ach komm, morgen nehme ich auf. Ne? Dann kommt noch irgendwie der Stress dazu, den ich in letzter Zeit hatte. Und das Geilste war, da wo ich aufnehmen wollte, an dem Tag, dann hatte ich da komplett steifen Nacken. Aber das habe ich ja schon mal im Qualifying-Video erzählt. Wo ich mich dann überhaupt nicht bewegen konnte. Ich sah ohne Scheiß, 1:1, ich sah einfach 1:1 aus wie die gespiegelte Stephen Hawking-Figur. Also, da war schon irgendwie ärgerlich. Und außerdem hätte ich dann bei jeder Kurve oder bei jedem Manöver immer so geschrien oder so, weil ich fieber hier richtig mit beim Fahren. Ne? Ich lenk quasi mit meinem Kopf, mit meinem Hals, mit dem Körper, mit den Schultern, lenke ich immer mit. Auch wenn ich so gerade mal so rumkomme in der Kurve, dann gehe ich schon mit dem Körper mit. Das ist schon faszinierend. Deshalb, ja, muss ich da nochmal, ich glaube, 3 oder 4 Tage nochmal eine Zwangspause einlegen. Aber das Krasse ist, was in dieser Zeit zwischen den Project Cars Videos für ein kranker Scheiß passiert ist. Das war komplett absurd. Ich reiß mal hier kurz mal ein Thema an namens Nordschleifenrekord. Denn Porsche hat sich entschieden, den hochgezüchteten, damals den Porsche 919 Hybrid vom Jahre 2017 nochmal auf Steroide zu setzen. Und daraus kam dann der 99 Hybrid Evo. Und den haben sie als Abschiedstournee, weil es der letzte 919 sein wird, nochmal ein bisschen um die Welt geschickt. In Spa ist er Rundrekord gefahren, schneller als die Formel 1. Es gibt sogar ein Onboard-Video davon. Kannst du mal hier rechts oben verlinken, das sieht so richtig super aus hier Onboard. Und dass das fiese ist, das krasse ist, das war es doch noch nicht. Ja, also, Spa-Rekord war ja nur der Anfang. Dann dachte ich, Porsche, warte mal, 1900 irgendwas, ich hatte 83 oder 87, Stefan Bellof mit seinem Porsche 956C auf der Nordschleife absoluten Runderekord gefahren. Wo man früher dachte, oder früher, bis vor ein paar Monaten noch dachte, so, das ist ein Rekord für die Ewigkeit, weil natürlich meine Pace ist slowing, weil ich gerade am Reden bin. man dachte bis vor einer kurzen Zeit, das wäre ein Uraltrekord. Denn, oder ein Rekord für die Ewigkeit. Denn danach wurden diese Fahrzeuge auf der Rennstrecke verboten. Allgemein, die Rennen wurden verboten. Deshalb hat es auch keinen Sinn gemacht, diese Autos da drauf fahren zu lassen. Oh Gott, oh Gott. Naja, Porsche hat sich gedacht, komm, 6 Minuten 11 von Stefan Bellof, das hat knacken war. Mit unserer Abschiedstournee. Haben sie auch geschafft. Es war auch logisch, dass sie es schaffen werden mit dem 919 Hybrid Evo. Denn wie gesagt, neuere Technik, Hybridtechnik ist das Non-Plus-Ultra. Man siehe die WEC-Season. Wenn man so mal vergleicht, das Werksteam Toyota und dann die ganzen Privatteams in der LMP1. Man sieht schon, was Hybrid kann und ja, was das für einen riesen Vorteil bringt. Deshalb, war ja sicher, dass sie es brechen würden. Die Frage war nur, wie hoch. Und von der 6 Minuten 11 von Stefan Bellof haben die eine 5 Minuten 19 gemacht, was schon mal sehr atemberaubend ist. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das würde noch einen Tick schneller gehen, also mit der Zeit. Denn so ein paar Passagen, wie es oben Ködelbacher Höhe zum Flugplatz oder auch Schwenkreuz. Ich glaube, Schwenkreuz ist er kurz vom Gas gegangen, das Jumbo Bernhard. Und Quiddelbacher Höhe Richtung Flugplatz. Da ist sogar noch kurz vom Gas gegangen. Ich habe es im Spiel mal getestet mit dem 2016er 99 Hybrid. Und da konnte ich diese beiden angesprochenen Kurven mit Vollgas nehmen. So, na gut, es ist jetzt wieder fraglich, Spiel und Realität, ne? Aber ich glaube, generell, ich glaube, der Porsche ist ein bisschen. Ja, wie nenne ich das jetzt? Zurückhaltender gefahren, bisschen sicherer. Denn die wussten, ja, wir können schnell fahren,
Aber wir müssen jetzt nicht so schnell fahren, um zu irgendwas riskieren, weil jeder wollte ja am nächsten Tag in der Zeitung lesen, so Porsche bricht Uralt-Rekord von Beloff. Das wollte ja jeder lesen. Doof wäre, wenn jetzt auf letzter Rille gefahren werden. Und am nächsten Tag stände in der Zeitung, Porsche scheitert beim Rekordversuch. Porsche Hybridteile liegen in ganz Deutschland verteilt. Das wäre nicht so gut. Aber trotz unter allem, es klingt wie so ein Videotitel oder Videospielversuch, ne? So, hey, lass mal einen Le Mans-Prototyp auf der Nordschleife fahren. Das wäre doch ein Hit. Naja, haben sie geschafft. GG. Timo Bernhard hat der hat echt Cojones aus Stahl. By the way, Cojones ist ein spanisches Wort. Das musste ich feststellen, weil ich, ja, oder ich habe versucht, mal einmal in meinem Leben das Wort richtig zu schreiben. Und Google meinte dann so, ja, kommt aus Spanien. Deshalb Cojones, Timo Bernhard, der muss richtig, richtig harte Eier aus Stahl haben. Das war echt Wahnsinn. LMP auf der Nordschleife. Das ist crazy. Das ist echt crazy. So Leute, ich würde mal sagen, Part Nummer 1 ist jetzt hier auch schon wieder vorbei. Von daher, Leute, morgen 15 Uhr auf dem Kanal der Virtual Dudes geht's weiter mit Part Nummer 2. Von daher, Leute, bis gleich. Bye, have a great time.